Mein Name ist Bas Mohammed und ich bin ein MMA-Kämpfer aus Afghanistan. In einem Land fernab des Glamours der amerikanischen UFC ist Bas Mohammed einer der besten Mixed Martial Arts, kurz MMA-Kämpfer. Bekannt als der Adler machte er seinen Weg vom traditionellen afghanischen Ringen und entdeckte UFC im Fernsehen. Bas hatte seinen letzten Kampf in Indien. Dort vermöbelte er den Ägypter Haitham Tantawi. In meinem letzten Kampf fühlte ich diese große Last. Als ich meinen Gegner dann zum ersten Mal traf, änderte sich seine Einstellung. Seine Augen waren verquollen, seine Lippen aufgeplatzt und seine Nase gebrochen. Das hat ihn ausgenockt. Dann kam der Arzt mit der Trage rein und hat ihn weggebracht. Die Worte des Afghanen mögen hart klingen, doch er hat auch eine echte Passion. Er will das Leben der Jugend seines Landes verbessern. Durch den Sport will er diese Message transportieren. MMA ist noch immer eine recht unbekannte Sportart in seinem Land. Doch Mohammed weiß, was er zu tun hat. Afghanen haben die Kraft und die Möglichkeit, mehr in ihrem Land zu erreichen. Ich möchte nicht wirklich über Politik reden. Ich bin ein Sportsmann. Ich will mich in die Politik nicht einmischen. Aber eins kann ich sagen, wir Afghanen wollen Frieden und keinen Krieg.